In der Chemie steht das FE für Ferrum, also Eisen. Und mit dem neuen Samsung Galaxy S24 FE hat Samsung vielleicht ein heißes Eisen im Feuer. Kommt mal her. Wir gucken uns dieses Smartphone jetzt mal genauer an. Erster Eindruck, das ist ein recht großes Telefon. Hier würde man es zum Beispiel neben ein S24 Plus legen, würde man feststellen, aha, gleiche Bildschirmdiagonale, aber ein bisschen mehr Rand und auch gegenüber dem S23 FE, also dem Vorjahres-FE-Modell, ist das Gerät ein bisschen angewachsen. Also man hat hier schon ordentlich was in der Hand, aber dafür kriegt man auch was. Nämlich ein 6,7 Zoll in der Diagonale messendes AMOLED-Display mit flüssigen 120 Hertz. Allerdings nicht LTPO, also das reguliert sich nicht dynamisch runter, aber einer durchaus hellen Maximalhelligkeit. Also wir haben hier eine reguläre Maximalhelligkeit von 1200 Nits, 1900 Nits Peak. Das dürfte dafür sorgen, dass man das super im Sonnenlicht ablesen kann. Hier drin steckt der Samsung-eigene SoC Exynos 2400E. Also flüssig ist das gegenüber dem normalen 2400er. Im S24 ist der dezent heruntergetaktet. Ich würde aber mal vermuten, dass man im Alltag hier in der Benutzung kaum bis gar keinen Unterschied merkt. Zum Display noch zu sagen, das ist flach, das löst in FHD Plus auf. Und hier oben haben wir eine kleine Einlassung für die 10 Megapixel Frontkamera. Finde ich ganz dezent, das sieht auch ganz okay aus. Hier am Rand, das ist das sogenannte Armor Aluminum. Das soll für eine hohe Robustheit sorgen. Vorne und hinten haben wir auch Gorilla Glass, hinten sogar Victus Plus. Also schön kratzfest und auch ja, resistent gegen Stöße soll das sein, schön robust. Und hier seht ihr auch schon für mich einen der Stars sozusagen auf dem Feature-Zettel. Das sind die verschiedenen Farben. Wir haben hier diese wirklich cool aussehende gelbe Variante. Es gibt eine in Mintgrün, eine in Blau und eine in Graphitgrau. Ich finde, das sind ganz schicke Farben, muss ich sagen. Und ansonsten eine Kamera haben wir hier, beziehungsweise deren drei. Eine Hauptkamera mit 50 Megapixel, eine 12 Megapixel Ultraweitwinkellinse, ein 8 Megapixel Teleobjektiv mit dreifach optischem Zoom und, hatte ich schon gesagt, an der Front eine 10 Megapixel Kamera. In Sachen Akku ist das Gerät trotz ähnlicher Displaygröße nicht ganz auf dem Niveau des S24 Plus, aber 4700 mAh dürften euch trotzdem solide durch den Tag bringen, zumal ja auch die Displayauflösung ein bisschen geringer ist und deswegen wahrscheinlich auch ein bisschen Energie eingespart wird. IP68 zertifiziert ist das Ganze und ja, in Sachen Hardware macht das einen sehr soliden Eindruck. Aber viel wichtiger ist ja im aktuellen PR-Narrativ von Samsung natürlich die Software. Wir haben hier ein Android 14 mit One UI 6.1.1 aktuell drauf. Wichtiger ist aber noch, dass Samsung hier keinerlei Abstriche oder Kompromisse eingeht, was die KI-Features angeht. Also alle KI-Features, die ihr auch auf der normalen S24-Reihe habt, das ist zum Beispiel der Übersetzer, das ist die Google Circle-to-Search-Funktion etc. pp. Die sind hier auch mit dabei. Es kommen sogar noch einige Features, die vorher nur auf den Foldables waren, mit dazu. Die werden sicherlich dann auch auf die normalen S24-Geräte dann per Update nachgereicht, sodass ihr hier ein wirklich volles, gutes, interessantes Softwarepaket habt. Insbesondere dann, wenn ihr interessiert an diesen zahlreichen neuen AI-Features seid. Und eine Sache, die ich hier gerade noch festgestellt habe, dieses Telefon hat auch DeX-Support und das finde ich auch mega nützliches Feature, wenn ihr das Gerät zum Beispiel an eine Dockingstation anhängt, mit einem Monitor, einer Tastatur, einer Maus, dann könnt ihr hier einen Desktop-Modus verwenden, der ja fast wie ein normaler PC benutzbar ist. Und das ist ein Feature, das zum Beispiel dem Z Flip 6, das ich neulich erst getestet habe, leider fehlt. Auch noch wichtig in Sachen Software, natürlich Samsung hier auch wieder ganz vorne mit dabei. 7 Jahre Software-Updates, 7 Jahre Sicherheits-Updates. Das heißt, ihr seid hier bis ins Jahr 2031 auf der sicheren Seite. Im Handel startet das Gerät ab dem 4. Oktober 2024.
zu, ich sag mal, 95% der Funktionsumfang eines normalen S24 zu einem hoffentlich günstigeren Preis, einem freshen Design, das zwar vielleicht ein bisschen klobig ist, aber das dürfte den meisten Leuten, denke ich mal, nichts ausmachen. Also das scheint mir schon ein ganz solides Gerät zu sein hier, das S24 FE. Da würde mich natürlich jetzt auch mal interessieren, was sagt ihr denn zu diesem Telefon? Ist das eine würdige Alternative zum regulären S24 bzw. S24 Plus oder ein Gerät, das die Welt nicht braucht? Lasst es mich gerne wissen in den Kommentaren, wenn euch das Video gefallen oder gar geholfen hat. Gebt mir gerne ein Like, abonniert unbedingt unseren Kanal auf YouTube und vielleicht ja sogar auf TikTok. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao!